Damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Sky ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Play Berg. Das ist jetzt gerade die dritte Aufnahme, also meine erste Aufnahme hat funktioniert, meine zweite Aufnahme hat jetzt leider gerade ein paar Probleme verursacht. Und zwar musste ich jetzt halt auf Neu verbinden drücken. Und dadurch, dass ich das halt nicht schneide, sondern einfach so direkt hochlade, wäre das halt ziemlich viel Gameplay-Verschwendung gewesen, also Zeitverschwendung gewesen. Deswegen mache ich jetzt gerade nochmal eine zweite Aufnahme der zweiten Folge. Und Onansan ist zurückgekehrt. Der befindet sich hier. Wir bekommen 4600 Fisch und 4600 Dingens. So, haben wir wieder voll Fisch. Weiß gar nicht, was ich machen soll. Des Weiteren, es fehlt uns jetzt ein Drache. Wir haben einen Drachen verloren. Und zwar den tödlichen Nadder. Der ist da nicht. Er befindet sich hier nirgendwo auf dem Spielfeld. Genauso wenig wie hier. Und er befindet sich nicht im Hangar. Lustige dabei ist aber, im Besitz. Da. Ich besitze ihn. Aber wo ist er? Das Geile ist, ich habe gerade dreimal, du musst eine Stunde lang suchen, ich habe dreimal gesucht, bis ich dieses Ei gefunden habe. Das habe ich jetzt nur gemacht, um halt ein bisschen Dinge zusammenzukriegen, was loszuwerden. Und uns alles zurück. Sieh dir nur Berg an. All diese neuen Gebäude und Drachen. Sie sind überall. Der Häuptling muss so stolz sein. Und genau aus diesem Grund ist es Zeit für einen Raubzug. Vernichte Flotte 3. Gewinne Rohstoffe und Gegenstände. Start. Den können wir nicht einsetzen. Ich würde gerne ohne Zahn einsetzen. Lieben gerne. Bereit zum Kampf. Oh. Sonnenschiffe, gepanzerte Schiffe und gepanzerter Schiff. Okay. Diesmal wird es nicht so easy. Verteidige Berg in 3, 2, 1. Wir schicken erstmal die beiden raus. Attackieren wir dieses Typi-Ding hier. Unser hat schon ein bisschen Schaden verloren. Gucken wir mal, ob wir den jetzt schnellstmöglich noch besiegen können. Und wenn wir ihn noch kriegen, den dritten Schlüssel. Oh, das wird enger, das wird enger. Oh. Sehr schön. Und jetzt ist einfach eine Kampfmaschine. 3 Schlüssel haben wir bekommen. Weiter. Ja. Hübsch. Leech of Angels. Mhm. Ich denke, man kann auch nicht auf Raubzug gehen, ohne ein paar Schiffe kaputt zu machen. Dann nehmen wir Belohnung rein. Diese, diese und diese hier. Nein. Ah, 25 Holz. Einsammeln. Pütz, Mulch. In letzter Zeit gab es viele Raubzüge auf Berg. Ist euch irgendwas Verdächtiges aufgefallen? Ja, heute beim Mittagessen habe ich mich kurz vor einer Sekunde weggedreht und dann war da ein großer Biss in meinem Sandwich. Sehr verdächtig. Ja, ungefähr so verdächtig wie der Krümel in Mulchs Bad.
So, da haben sie auch wieder schön gesammelt. Gleich wieder aufsammeln alles. Mhm. Guck mal, da haben wir fast die 3.022 Fische machen können. Hier haben wir noch 7 Stück. Okay, ohne Zahn. Es tut mir wahnsinnig leid, aber du musst nochmal den tödlichen Nutter suchen. Weil ich nicht weiß, wo er hin ist. Damit ich sicher sein kann, dass du ihn findest, muss ich 16 Runen davor opfern. So komme ich nie über die 200 Runen. Weil hier ist er einfach nicht. Ich kann ihn hier nicht finden. Oh Junge. Oh Junge. Ah. Hier. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange diese Folge gehen wird. Wann habe ich da aufgenommen? Warte mal, bei 34 habe ich angefangen. Dann habe ich ein bisschen gemacht, musste aufhören. Ja, bis 50 waren wir noch. Bis 10 vor. Dann können wir noch einmal hier Dingens herausfordern. Das entfernen wir. Ich bin froh, dass wir jetzt so viel Holzvorrat haben. So, fordern wir noch einmal raus. So wie ich das sehe, schuldet Berg mir und dem Stand der Verbannten eine Entschuldigung für unsere Verbannung. Ein einfaches Tut uns leid sollte genügen. Das und bergeweise Beutegut. Ich lebe nach einem simplen Regeln. Was dir gehört, ist meins. Und was mir gehört, ist auch meins. Gehen wir auf Raubzug. So. Die stehen uns erstmal nicht zur Verfügung. Aber ich kann die beiden rausschicken und habe eine... Achso, ich kann reparieren. Fein, ja komm. Bereit zum Kampf. Machen wir das doch. Kunde brauche ich jetzt großartig nicht. Okay. Oha. Ein Drache kriegt die übelst aufs Maul. Das ist unser Dienstschneider. Oh, Berg kriegt übelst aufs Maul. Scheiße. Kacke. Ja, das war jetzt doof. Haben wir einen Schuss jetzt verloren diesmal? Oh, da haben wir auch den zweiten Schlüssel verloren. Nein, doch nicht. Okay. Gut. Ja, da haben wir diesmal einen Schlüssel verloren. Da habe ich aussehen. Ja, ich muss noch zurechtfinden, wie das eigentlich alles so funktioniert. Na gut, lade endlich. Lade. Ja, was auch ever.
Nein. Nein. Nein, möchte ich nicht. Berg ist so rücksichtslos. Was sollen wir so überfallen? Wie sollen wir sie so sollen wir überfallen, wenn uns all diese lästigen Drachenpatrouillen davon abhalten? Sammle deine Belohnung ein. Den hier und den hier bitte. Nö. Na, gut. Naja. Astrid, ist dir während der Patrouillen etwas Merkwürdiges aufgefallen? Meinst du das einmal, als Rotzbacke und Fisch beim Kopf übergeflogen sind, um Raufuß zu beeindrucken? Oder die Raubzüge? Die Raubzüge. Die klingen weniger gefährlich. Ja, dann bedanke ich mich erstmal soweit fürs Zusehen. Die Folge reicht auch jetzt. Wenn ihr wollt, dass sie öfters mal kommen, gerne mal in die Kommentare schroten, dann werde ich die etwas öfters mal aufnehmen und hochladen. Dann, ja, hoffentlich sehen wir uns irgendwann an. Oh nein, schreibt alles in die Kommentare, ich bin viel zu müde, um noch weiter zu labern. Tschüss!